So, kleiner Nachtrag zur F900R. Ich hatte nun die Gelegenheit, mehrere Tage, zwei Wochen waren es inzwischen, die F900R hier im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb, bis runter Bodensee, einfach mal auf gewohntem Terrain zu testen und eben nicht unter den normalen Präsentationsbedingungen, wo wir 130 Kilometer, das auch schon gut war, fahren konnten. Aber nun konnte ich wirklich einfach mal im Alltag dieses wunderschöne Teil testen. Leider muss ich es aus der Garage machen, denn das Wetter hat zwar während der Fahrt, hat es gut mit mir gemeint, aber nun hat es leider angefangen zu regnen, kurz bevor ich es jetzt zurückgeben muss, das gute Gerät. Daher aus der Garage mit etwas Hall, aber sei es drum. Was gibt es zu sagen? Was habe ich für Erlebnisse gehabt? Ich muss gestehen, anfangs, wo ich natürlich das Bike zum ersten Mal sah, zum ersten Mal drauf saß, kam es mir grundsätzlich etwas klein für mich vor. Nicht klein von der Ausmaße, sondern einfach natürlich Motor, zwei Zylinder etc. kam es mir vielleicht etwas klein vor. Nach inzwischen, wie viel waren es? Also ich bin gut 1200 Kilometer jetzt mit ihr gefahren. Muss ich sagen, finales Urteil, es braucht nicht mehr Motorrad. Ich muss gestehen, zu meiner Schande auch gestehen, es braucht definitiv nicht mehr. Ich brauche keine 180 PS, die ständig eingeregelt werden müssen, um schöne Touren zu machen. Sportlich unterwegs zu sein, reicht es vollkommen aus. Ich bin sehr zufrieden gewesen, was das Thema Sitzposition betrifft. Ich sitze optimal, Ergonomie passt wunderbar. Die Sitzbank ist etwas höher für mich. Aber selbst meine Frau konnte mit diesen 2 cm höher wunderbar fahren. Sie selber, nicht unbedingt die Freundin von ich fahre mal das Bike und erlebe das Ganze, sagt immer Eingewöhnung etc. Am Ende des Tages, als sie es gefahren hat, kam der Spruch und er hat mich umgehauen, müssen wir die wieder zurückgeben? Dachte ich, okay, jetzt ist es passiert. Also sprich, was mich beeindruckt hier ist, ich kann mit meinen 1,93 damit genauso gut fahren, wie sie mit ihrer 1,70. Und wenn wir noch die niedrige Sitzbänke nehmen, es geht ja noch deutlich niedriger hier, dann gehen locker auch unter 1,60. Also das ist in der Tat von der Ergonomie her so aufgebaut, dass hier wirklich jeder mit glücklich werden kann, in jeder Größe und hier seinen Spaß haben kann. Wie gesagt, Polsterung sehr gut, kam super klar. Keyless Go, was sie hat, weil ich hier gerade einen Tank angucke, das finde ich so spektakulär, funktioniert wunderbar. Einwandfreie Erfindung, was das Thema Fahrwerk anbelangt, bin ich hochbegeistert, wenn ich auf Road fahre oder auf Dynamik fahre. Das Ding liegt so satt auf der Straße und so gibt es so ein tolles Gefühl, du fühlst dich einfach, du kruschst dahin und hast einfach nur deinen Spaß. Spritverbrauch war mit etwa 4,6 Liter im Schnitt. Bei zügiger Fahrweise finde ich sehr gut. Sie hat zwar einen kleinen Tank, aber bei dem wenigen Spritverbrauch in Anführungszeichen reicht es gut, um eine ausgiebige Tour zu machen und nicht ständig tanken zu müssen. Also da gibt es definitiv andere Kollegen, die dann öfters an die Zapfsäule gehen müssen. Soundentwicklung hervorragend, nicht zu laut, nicht zu leise, er vermittelt etwas Emotion, vermittelt etwas dieses Staccato-mäßige, würde ich schon manchmal sagen. Also ist einfach nicht aufdringlich, auch nicht für die Umwelt in heutiger Zeit wichtig aus meiner Sicht. Daher auch großes Lob. Verarbeitung an sich gut. Gibt es jetzt nichts, was ich groß bemängeln kann? Ja, Kleinigkeit hier unten. Ich zeige es nachher mal in großem Bild. Mein Gott, 10 Cent mehr ausgeben in der Herstellung. Und ein kleiner Schönheitsfleck wäre beseitigt gewesen, aber das kann man ja vielleicht noch ändern. Bremsentechnisch funktioniert die Brembo einwandfrei, gibt dir ein gutes Gefühl, ankert sehr schön, gibt einem einfach auch hier wieder entsprechende Sicherheit und Fahrertyp. Display außer Frage, State of the Art, bietet alles an, was man braucht, manchmal schon fast zu viel, also während der Fahrt klick klick und hin und her drücken, ist mir persönlich immer ein bisschen zu viel Ablenkung, aber es bietet einfach alles, was man heutzutage möchte. Der Tempomat
einfach schöne, schöne Geschichte. Ich bin noch nicht allzu oft Tempomat gefahren, weil das einfach das erste Mal ein komisches Gefühl ist, Klick und rechte Hand weg und das Ding rollt bergauf, bergab, egal, man bleibt auf der Geschwindigkeit. Es ist schon schön zum Reisen, muss ich gestehen. Also kann man sich dran gewöhnen. Die Soßentauglichkeit haben wir kurz mal getestet, funktioniert einwandfrei. Das Teil hier hinten, das muss ich sagen, haben sie sehr, sehr schön gemacht. Lässt sich einfach abnehmen, ist nur mit so Gummiriemen unten festgezogen. Also das funktioniert sehr schön. Verbaut in der Erstauslieferung waren die S21. Damit macht man grundsätzlich nichts falsch. Ist sicherlich jetzt nicht mehr der neueste Reifen, gibt ja auch schon den Nachfolger. Aber harmoniert auf dem Gerät sehr gut und hat nie irgendwelche Spirenzien oder ähnliches gemacht. Ja, was gibt es sonst schon Schönes zum Bike zu sagen? Spiegel, Blick nach hinten, sehr schön. Wenn es jetzt meine wäre, wäre die erste Umbaumaßnahme, dass ich die Spiegel hier an den Lenker hinmachen würde. Ich bin jetzt zwar kein Freund von nach unten da liebe ich doch eher die Triumph-Variante seitlich hoch. Rizoma bietet das Ganze ja auch an. Finde ich sehr, sehr schön, gibt dieser Optik noch mehr diese Roadster-Charakteristik, diese vielleicht etwas aggressivere Charakteristik vom Anschein, ist sicherlich eine lohnenswerte Umbaumaßnahme. Ich weiß noch, als wir in Spanien waren, hatte ich die ganz hohe Sitzbank, die ist ja dann hier fast gerade. Das macht optisch einfach auch nochmal was ganz anderes her. Also am Ende des Tages kann ich mit diesem Bike wirklich mit wenigen Handgriffe völlig andere Charakteristik von der Optik her zaubern. Ich kann sehr breites Spektrum abdecken von Fahrer, Fahrerin, Größe etc. Ich kann damit extrem sportlich und aggressiv fahren, ich kann aber auch ganz gemütlich dahin rollen und dahin cruisen, im Spritsparmodus quasi. Und die Landschaft genießen. Rundum muss ich gestehen, das Gerät hat es mir schon etwas angetan. Ich kann es einfach immer nur jedem empfehlen, bevor ihr urteilt, bevor ihr Stammtischparolen mitblabbert, geht zu einem Händler eurer Wahl, fahrt auch mal was anderes, Probe, testet einfach mal, welches Erlebnis ihr da habt. Lasst es mal auf euch wirken und dann reden wir einfach weiter. Also, unterm Strich, das als kleiner Nachtrag. Jetzt hört es hoffentlich bald auf zu regnen. Ich werde jetzt noch das schöne Gerät verladen und dann geht es morgen zurück zu BMW damit. Und ja, mit auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben. Macht's gut, habt viel Spaß, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.